Welcome to the jungle. Heute laufen wir mal querfeldein zum berühmten Wasserfall. Ah ja, Aurora. Ja, genau. Wie war das mit den Wasserrechten und Fred Olsen? Wahrscheinlich ein Anschlag gegen seine Art und Weise. Das Wasser ist sehr weich und schmeckt richtig lecker. Ist gut. Internetinformationen liegen bei roundabout 1,5 Stunden. Es scheint also ein doch etwas größerer Schwierigkeitsgrad zu sein. Die Vegetation der Talsohle ist schon immens. Mehrere Wasserspeicher auf dem Weg natürlich. Ist das oben oder unten? Gute Frage. Ich denke mal oben, gell? Ah, der Weg ist nicht an allen Stellen gut zu finden. Sag mal, ich glaube mal da lang. Ja? Also ich würde sagen, immer mal dem Wasser hinterher. Aber wir müssen rein theoretisch eben, um das Barranco hier reinzukommen, hier irgendwo hoch. Das gibt's ja nicht. Hier. Yeah. Sehr interessant, schöne Tour. Umso weiter man praktisch in das Barranco reinkommt und mehr in den ersten Teil des Wasserfalls, umso kühler wird es. Wow, sofort schlägt die Brille. Wie gesagt, erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ich zeige jetzt auch warum und es wird wahrscheinlich noch mehr. Hier hängen ein paar Bergsteigerseile. Habe ich alles? Alles gut. Und auf geht's. Zack. Ja gut, das ist nicht schwer. Ich möchte jetzt wirklich hoffen, dass das Scheißding hält.
Der Wasserfall wurde eher als unspektakulär bezeichnet. Uns ist völlig egal, was uns da erwartet. Der Weg ist das Ziel. Hier ist das wirklich. Und zwar ist aufregend, richtig toll. In der Tat schon sehr schwierig, auf dieser Tour hier keine nassen Füße zu kriegen. Hier auf keinen Fall. Empfehlenswert war sicher um den wärmeren Teil der Insel handelt, diese Tour hier früher anzugehen. Also ich würde hier in der Tat schon raten, das um 7 schon zu beginnen. Auf jeden Fall ist es eine super Tour. Wir sind am Wasserfall nördlich Valle Gran Re. Ayura heißt er. Es ist total frische Luft, richtig angenehm. Die Strecke an sich abenteuerlich. Diese Tour wird nicht durch kommerzielle Touranbieter angeboten. Aus dem Grund da teilweise Schwierigkeitsgrad 5. Man muss sich also an einem Bergsteigerseil hochhangeln.
Kurze Pause zwischendurch. So viel keiner. Hast gewundert. Das sieht